Herzlich willkommen zu einem Video mit Savid Media. Ich habe den Jens Schumacher aus Sydney von Atlassian hier. Hallo Jens. Hallo, wie geht's? Sehr gut. Und dir geht's inzwischen auch gut. Du bist seit einer Woche in Deutschland. Seit einer Woche in Deutschland, ja. Den Sommer genießen. Sehr gut. Und heute treffen wir ein paar Kunden hier, die sich angemeldet haben. Du fährst dann im September auch nochmal zu Kunden sozusagen vor Ort sogar. Ja. Das ist eine Novität, haben wir bisher noch nicht gemacht. Vielen Dank für die Bereitschaft auch. Sehr gerne. Ich würde gerne mit dir mal so ein bisschen über sozusagen den Status quo bei Atlassian sprechen. Wir machen das Video in Deutsch, weil viele deutsche Kunden, zumindest aus Atlassian-Sicht, ja noch so ein bisschen hinterherhängen. Und da würde ich gerne mit dir mal so ein bisschen drüber sprechen, was das heißt, warum, wie ihr das so seht, wie ihr eure zukünftige Entwicklung und auch das Verhalten der Kunden sehen wollt. Außerdem würde ich dich gerne mal ein bisschen fragen, was du jetzt heute so machst und was dich begeistert. Vielleicht gibt es den einen oder anderen da draußen, der das Video anguckt, der sagt, ich will mich bei dem Jens Schumacher mal melden. Da können wir mal drüber sprechen, was sind das für Themen, die dich auch interessieren, weil du warst irgendwie der 10. Mitarbeiter oder irgend sowas? Ja, der 12. Der 12. Ja. Das, und heute habt ihr 3.500? 3.500, ja. Da ist ganz schön gewachsen. Ist das eigentlich, wenn du so durchs Büro läufst, ziehen die Leute dann so den Hut oder kriegt man da überhaupt keine sozusagen Ehre zugewiesen? Also manche Leute wissen halt, dass du da eine bestimmte Zeit warst und dass du viel Erfahrung hast, aber so gesehen, ob da selbst die Gründer kriegen da keinen Hut. Mhm. Muss sich keiner verbeugen. Da muss sich keiner verbeugen, ja. Ja. Da muss keiner einen Anzug anziehen. Ja. Sehr gut, ich fühle mich gerade anders, weil du ziemlich mein Hemd dabei hast. Extra ein Hemd. Aber du musst auch zu den Kunden, während genau, ich da nicht dabei sein muss. Okay, dann, das ist übrigens auch, glaube ich, was so die Kultur von Atlassian besonders macht, dass ihr da sehr bodenständig seid und auch, wenn man die Gründer oder dich trifft, auch das Gefühl bekommt, das sind immer noch ganz normale Menschen, die mit zwei Füßen auf dem Boden stehen und nicht... Ja. Sich erst überlegen, will ich mit dem überhaupt mich unterhalten? So. Und ich glaube, eine Geschichte, die ich da erzählen möchte, ist, dass das schon manchmal passiert, wenn die Firma wächst und du hast halt mehrere Levels und Ebenen von Management, dann hat man schon manchmal, dass Leute einen nicht ansprechen wollen oder da sagen, hier, ich weiß nicht, ob ich denen das fragen kann. Und da muss man halt sehen, wie man das überwindet. Und ich habe, erzähl mir gleich noch ein bisschen mehr, im Dezember auf einem neuen Team angefangen. Ich arbeite jetzt auf Jira Service Desk. Mhm. Halt ein komplett neues Team, die meisten Leute kannten mich nicht. Und da hatte ich auch überlegt, okay, was macht man da, was kann ich da besser machen? Und das alte Leadership Team, das da war, also das Feedback, was ich so ein bisschen gehört habe von dem Team, war so, ja, die waren nicht so approachable, war so ein bisschen so Ivory Tower, die Entscheidungen, die da gemacht wurden. Und dann distanziert, genau, ein bisschen distanziert, genau. Und das erste, was ich dann eingeführt habe, war dann ein wöchentliches Kaffee- und Kuchen-Meeting. Und ich habe das dann Kaffee und Kuchen genannt, haben sich die Australier gefreut, wo dann jeden Mittwoch um 3 Uhr konnten sich bis zu 5 Leute eintragen. Und dann habe ich Kaffee bestellt und Kuchen mitgebracht und halt so eine offene Q&A, so, was interessiert euch oder worüber ich mich gerade beschäftige oder nachdenke, und einfach ausgetauscht mit den Teamleadern. Aber das ist dann sehr offen und das wurde auch gut angenommen. Und da haben sich dann auch wirklich 5 unterschiedliche Leute mal eingetragen, genau. ohne Hierarchie? Oder haben die dann gesagt, ich muss erstmal warten auf die... Nee, ohne Hierarchie, so ein Designer, ein Entwickler und... Einer, der ganz neu war, oder ein Intern. Also da, und würdest du ja nicht erzählen, wenn es nicht aus deiner Sicht eine gute Maßnahme gewesen wäre. Genau, und mittlerweile ist es ein bisschen langsamer. Am Anfang wurde das viel angenommen und jetzt machen wir das so alle 2 Wochen oder alle 4 Wochen. Aber ist trotzdem immer noch ganz gut, weil da hast halt manche Leute, die so ein bisschen mehr engagiert sind und die wollen ja noch Fragen stellen, und manche sind auch ganz happy, einfach daran zu arbeiten, woran die gerade arbeiten, aber einfach die Möglichkeit anzubieten. Wenn ich jetzt ein Außenstehender bin und will gern mehr darüber erfahren, wie Atlassian arbeitet, wie ihr euch organisiert und so weiter, gibt es da so einen Tipp, den du den Leuten geben könntest, wo man da nachschauen kann, was man abonnieren kann, wem man folgen kann? Ja, die meisten, da gibt es ein paar Blogs, die wir haben. Da gibt es einen Design-Blog, wir haben jetzt einen PM-Blog auch, den wir veröffentlichen auf Medium. Da kann ich die Links dir mal teilen und dann kannst du die Können wir unter das Video packen. Genau, unter das Video packen. Und dann natürlich die Playbooks.
die wir haben. Ja. Wo dann, ich weiß nicht, wie Agile das Playbooks heißt, die glaube ich. Agile Playbooks, und jetzt haben wir auch ein IT-Playbook, einfach wie man das Arbeiten ein bisschen verändern kann, ein bisschen dynamischer gestalten und agiler. Mhm. Okay, lasst uns mal ein bisschen über euer Geschäftsmodell sprechen. Das hat sich ja in den letzten 10, 15 Jahren erheblich verändert. Mhm. Kannst du uns mal so einen kurzen Abriss in 2, 3 Minuten geben, sozusagen von Gründung, was ihr da für Software verkauft habt und was ihr heute so verkauft? Ja, heute verkaufen wir viel mehr. Als ich angefangen habe, haben wir gerade an Confluence 1.3 gearbeitet. Und da hatten wir halt Confluence, das relativ neu war, und Jira, was schon, ich glaube, 1,5 oder 2 Jahre alt war, als ich angefangen habe. Und wir hatten 5 Personen, die auf Jira gearbeitet haben, inklusive Scott, und 5 Personen, die auf Confluence gearbeitet haben, inklusive Mike. Und dann hatten wir noch jemanden im Support und jemanden im Marketing. So, das war Atlassian in nutshell back then. Damals war das natürlich auch nur alles auf Server, halt Software, die man übers Internet vertrieben hat. Das war damals noch relativ neu. Da gab es immer noch CDs. Revolutionär, genau, das Modell. Was besonders, vor allen Dingen, was an euch besonders war, ist, dass ihr von Anfang an auf Direktvertrieb gesetzt habt. Ja? Genau. Also ich gehe auf die Website, zahle immer den gleichen Preis, gibt keine Rabatte, lade mir dann die Software runter, installiere die auf meinem Server und kann die dann benutzen. Richtig. Keine Vertriebspersonen, keine langatmigen Sales-Prozesse mit irgendwelchen Verhandlungen, sondern Atlassian hat, glaube ich, auch noch nie irgendwie ein NDA unterzeichnet oder sowas. Gell? Vielleicht hier und da. Und was wir am Anfang dann doch tatsächlich gemacht hatten, wir hatten 1, 2 größere Kunden, mit denen wir dann einen speziellen Vertrag hatten. Wir haben dann auch ein bisschen mehr Geld von denen genommen, oder die haben ein bisschen mehr für die Software bezahlt und hatten dann halt gewisse Ansprüche. Und wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass sich das dann nicht vereinbaren ließ mit der Vision, die wir für das Produkt hatten, oder die Features, die wir gut, aber am Anfang hatte ich kein Venture-Kapital, gell? Da musste ich irgendwo die Kohle auch herkriegen. Genau, ja. Und das war dann eine australische Bank, glaube ich, damals, und wir haben das dann sehr schnell wieder eingestellt, weil wir gesagt haben, hier, das funktioniert nicht, wie wir die Firma aufbauen wollen und wie wir das Produkt aufbauen wollen. Dann werden wir so ein bisschen mehr ins Consulting gezogen und dann spezielle Features für individuelle Kunden. Das lässt sich dann nicht vereinbaren mit dem günstigen Preismodell, das wir... Ja gut, das brauchen wir jetzt auch nicht schlecht reden nachträglich. Ich erlebe das nämlich selber bei uns bei Linspin, dass wir diese Kunden einfach zur Finanzierung auch benötigen. Ja? Ja, also die geben dir halt in der Phase, in der du noch nicht so viele Units verkauft hast, geben die dir Geld, mit dem du Gehälter bezahlen kannst und weiterleben kannst. Und dann irgendwann stellst du fest, oh, das klappt ja ganz gut mit dem Verkauf. Ja, ja, dann wird die Bedeutung dieser einzelnen Leute halt immer kleiner. Und dann sagst du irgendwann, sorry, ich kann das jetzt doch nicht mehr machen. Ja, genau. Und insofern, also zumindest für uns ist es so, dass ich die... den großen Kunden da sehr dankbar für bin, dass sie uns sozusagen bei der Finanzierung auf diese Weise auch helfen. Okay, das war Server-Software. Mhm. Und dann, wann hat denn das angefangen, sich zu verändern? Ich glaube, habe ich die Tage nochmal nachgeguckt, 2006 oder 2007 bereits. Mhm. Also das ist schon lange her. Und da habe ich damals an Confluence Cloud gearbeitet. Der Hintergrund war da, dass die, auch wenn es einfach war, die Software runterzuladen, das dann zu installieren und dann aufzubauen und zu konfigurieren, war doch für die weniger technischen Kunden nicht ganz so leicht, wie es dann sein sollte. Braucht man einen Systemadministrator, der sich irgendwie auskennt und so. Genau. So ein Updates einspielen. Genau. Und da haben wir dann gesagt, hier, wie können wir das denn gerade für Confluence einfacher gestalten, dass die Kunden das einfach ausprobieren können online, mal den Editor probieren, zu sehen, wie das funktioniert. Und da haben wir dann quasi damals Confluence hosted. Das war die erste Version und das war unser erstes Multi-Tenant Confluence, wo wir wirklich eine Confluence-Instanz genommen haben, die geteilt haben, und wir hatten 400 Kunden auf jeder Instanz laufen, und die eine in Europa, eine in Asien, eine in den USA, hatten wir da verschiedene Instanzen laufen, und wo wir dann einfach die Möglichkeit angeboten haben, das mal auszuprobieren und dann für, ich glaube, das war damals noch $49 oder so für 10 Users, das war noch relativ teuer, dann konnten die das dann auch benutzen in der Cloud. Mhm. Und das war so der Anfang von Cloud. Und seitdem hat sich das dann natürlich sehr gesteigert. Am Anfang haben wir noch einzelne Instanzen in die Cloud gespielt und dann viel Administration gebaut, um die dann abzugraden und zu administrieren. Und mittlerweile hat sich das dann alles in eine Zero-Tenant-Architecture verändert, also eine Pure-Cloud-Architecture.
die dann halt Tausende, Hunderttausende von Kunden dann hosten kann auch. Die großen Kunden scheinen heute immer noch sozusagen hauptsächlich Server zu nutzen. Da habt ihr eine neue Deployment vom Data Center eingeführt. Kannst du mir mal ganz kurz erklären, was der Unterschied zwischen Server und Data Center ist? Ja, Data Center haben wir dann auch tatsächlich, ich glaube, eines der ersten Produkte war Bitbucket Server, wo wir das eingeführt haben. Und quasi haben wir dann gesehen, dass viele Kunden dann doch an die Grenzen der Hardware kommen, wenn sie einen einzelnen Server haben, um dann. Damals Bitbucket hat sehr hohe Hardware-Anforderungen natürlich, weil da gibt es viel I/O auf der Festplatte und auch generell mit Builds, viel Automatisierung, sehr Hardware erforderlich. Und aber Jira halt auch, wenn man dann Millionen von Issues hat, dann erreicht man die Grenzen sehr schnell. Und haben halt dann geschaut, wie können wir das horizontal skalieren. Und Data Center ist dann tatsächlich, dass man mehrere Server aufsetzen kann, die dann verbunden werden, die dann den Load von den Usern sharen. Und dann zusätzlich darauf, das ist halt die Skalierbarkeit, und zusätzlich darauf schauen wir dann, was kann man denn noch von den Funktionalitäten anbieten, die dann helfen zu skalieren. So die Archivierung von alten Jira-Projekten zum Beispiel oder in Bitbucket Server dann die Mirroring-Functionality, wo man halt einzelne Mirrors dann auch deployen kann in verschiedene Gebiete, um dann einfach den Schreibzugriff oder den Lesezugriff dann schneller zu gestalten. Ein gutes Beispiel ist ein Chip-Hersteller aus Texas und die haben ein Sydney-Office und den Workspace oder das Repository zu klonen nach Australien, weil die hatten ihre Instanzen in den USA. Es war eine 10 GB Workspace, hat ein paar Stunden gedauert. Und was die dann tatsächlich dann später gemacht haben, die haben einen lokalen Mirror installiert, der dann immer automatisch geupdatet wird. Und dann mussten die dann halt nur noch über das lokale Netzwerk Das geht in runterladen und Minuten das ging oder in Minuten so. dann. Und dafür ist das dann halt optimiert. Ja. Okay, also es gibt jetzt sozusagen eure Cloud-Angebote und Data Center. Und die sind jetzt einfach mal neuer als Server. Von den, ich sag selber sozusagen, 90% eurer Kunden starten heute mit Cloud-Angeboten. Ja, ist Das richtig. ist euer sozusagen Zugpferd. Da wird investiert, da geht die Zukunft hin, richtig? Das ist richtig, ja. Kannst du mal ein Gefühl dafür geben, wie schnell dieser Zug dahin fährt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, 2006 hätte ich dir eine sehr andere Antwort gegeben als in 2019. Also wir hatten schon gedacht, dass es schneller gehen würde, als es dann im Endeffekt Also es fährt langsamer, gegangen als ihr ist. ursprünglich dachtet. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also wir hatten gedacht, das wird auf jeden Fall schneller gehen. Aber dann über die letzten, wie du gerade gesagt hast, 90% der Kunden fangen in Cloud an. Und das Wie sind viel dann. wechseln dann später noch auf Server, weil sie sagen, ich brauche die zusätzlichen Features, ich habe irgendwie dann doch Datenschutzanforderungen, die mich dazu zwingen, das Da gibt es selber zu schon hosten? Kunden, aber es ist jetzt nicht so, dass es Ist viele es sind, ein weil es auch nicht einstelliger so. Prozentbereich? Ja, Oder sind das drei nee, oder eher im also einstelligen sind jetzt nicht Prozentbereich. 30%, die anschließend auf Nein, Server landen? das ist einstelliger Prozentbereich. Die meisten Kunden, oft hast du mit Neukunden, dass die, vor allem wenn das Produkt dann in größeren Organisationen eingeführt sind, dann hat man schon Erfahrung. Jemand hat da schon Erfahrung mit Jira und die wissen dann schon mehr, was sie wollen und ob die dann die Server oder die Cloud brauchen. Und in Cloud hat man die meisten Kunden, die da anfangen, sind kleinere oder mittelgroße Unternehmen, die dann neu mit den Produkten anfangen. So bis Und 100 Nutzer, ja, dann geht wir das haben. runter in der Anzahl. Wir haben schon, ja, 100 Nutzer, aber dann auch schon 500.000 ist halt auch schon so mehr. Und jetzt sehen wir haben natürlich viele Anfragen, dass wir das auf 10.000 und mehr ausbreiten. Und Das ist da, jetzt sozusagen also, euer höchstes Limit. Ja? 10.000 ist genau. das, was die Cloud Premium sozusagen mit anbieten kann. Genau. Wenn ich jetzt 70.000 Leute hätte, dann müsste ich momentan noch auf Data Center Genau, hosten. und darauf arbeiten wir jetzt hin. Und das ist ja auch so, dass du nicht jetzt morgen mit 70.000 Leuten anfängst. Die meisten Kunden sind halt in den großen Unternehmen jetzt mit 2.000 und 4.000. Die planen natürlich jetzt schon und sagen, hier, wir würden gerne zu 50.000 hingehen. Aber das wird für die auch noch einige Stunden, Jahr dauern. Wenn sich jemand da festlegt und sagt, hier, wir möchten das
ausweiten. Bis es ausgerollt dann, ist. Ja. Und wir bieten es dann auch an, mit den Kunden dann zu arbeiten, denen ihre Anforderungen zu verstehen. Und dann wir hatten das auch mit den 10.000, dass wir dann so ein Programm hatten, wo Kunden sich dann früher anmelden konnten, wo wir das dann optimiert haben mit denen. Einer der Kunden, mit denen du heute sprechen wirst, die haben auch so ein, also die haben Google G Suite eingeführt. Mhm. Und dann ein unglaublich aufwendiges Rollout-Programm auch gestartet, weil das ja, also die hatten alle vorher sozusagen Microsoft Office lokal und jetzt auf einmal nur noch im Browser. Diese Umstellung war, also das wird vermutlich ganz spannend für dich, auch sozusagen wie sowas bei Atlassian laufen könnte, so eine Umstellung. Okay, also ich als Kunde sollte also heute in der Cloud starten. Da haben ja viele Deutsche noch sozusagen unheimlich große Vorbehalte. Ja, das ist ja böse. Es ist auch so, wir sind da auch so ein bisschen hypokritisch meines Erachtens. Die Leute stellen sich alle so eine Alexa zu Hause hin. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, ob das bei euch in Australien ist, das vermutlich überhaupt kein Thema. Aber hier echauffieren sich die Leute dann, wenn sie später rausfinden, dass Amazon tatsächlich diese Aufnahmen der Sprachbefehle, die Leute eingeben, abtippt und analysiert, um sozusagen den eigenen Dienst zu verbessern. Mhm. So, ja, wir werden ja abgehört. Ich dachte so, Freunde, sag mal, das hat die jetzt wirklich überrascht. Mhm. Ich meine, die bieten das doch an für Geld, die wollen das verbessern. Natürlich hören die sich an, was ihr da sprecht. Ja. Nicht um euch abzuhören, sondern um rauszufinden, was da besser geht. Und ich dachte so, ja. Und also, bei uns ist das mit der Cloud noch schwierig in Deutschland. Ja. Und jetzt stelle ich mir vor, da guckt jetzt jemand zu und der sieht dann, okay, dieser Australier, dieser Deutsche, der da ausgewandert ist, für den ist das offensichtlich die reine Selbstverständlichkeit. Mhm. Für viele Ansprechpartner, mit denen ich spreche, ist noch die reine Selbstverständlichkeit, auf keinen Fall irgendwas im Internet speichern zu wollen. Mhm. Wie veränderten sich das aus eurer Sicht? Also haltet ihr das einfach aus und kümmert euch da gar nicht drum? Oder habt ihr da irgendwie eine Kennziffer, an der ihr guckt, wie weich die Deutschen werden? Oder auch bei sehr großen amerikanischen Konzernen erlebe ich das auch, wobei die halt sozusagen jetzt zumindest insgesamt deutlich cloudfreudiger sind. Ja. Messt ihr das irgendwie? Also man muss natürlich immer schauen, warum die Leute das eine oder das andere bevorzugen. Und oft, wenn man mit größeren Unternehmen redet, ist das oft Compliance, dass da irgendwelche Datenschutzlinien sind. Vor allem in Deutschland hat man das und wo die Kunden dann darauf achten müssen. Um zurück zu deinem Alexa-Beispiel zu kommen. Ich glaube, dass die Leute abgehört werden, ist wahrscheinlich gar nicht so wichtig für die Leute selber. Aber dass die nicht wussten, dass sie abgehört werden oder dass die nicht genau wissen, was da passiert. Also ich glaube, generell nehmen die Leute an, okay, wenn das Stichwort Alexa gesprochen wird und danach dann alles dann aufgenommen wird und die Leute das dann auch wissen, dass das so passiert, dann wäre das wahrscheinlich okay für die. Aber wenn die denken, dass die ganze Zeit abgehört wird, dann ist das wahrscheinlich nicht okay. Aber da ist gut, aber so mehr Infos als ich. Also meines Wissens gibt es diese Aufnahmen tatsächlich nur ab dem Keyword. Genau. Aber ich glaube, das wissen die meisten Leute nicht. Die meisten die denken, sagen, alles wird genau. abgehört, alles wird aufgesagt. Ja, das kann sein. Ja. Das kann so sein. Ja. Und das ist halt das Wichtige, ist, dass man sehr offen ist. Like, was wird denn wirklich gespeichert und wo und wie werden die Daten gehandhabt und wie sicher sind die Daten? Weil natürlich ist da so eine Gefahr, wenn man, jetzt hast du, welche Bank war das in den USA, habe ich eben noch im Podcast gehört, wenn du halt einen großen Attack-Vektor hast, eine große Firma, ist dann natürlich dann sehr interessant, um die dann zu hacken. Aber natürlich. Die wollen dann nicht so gerne ihre Daten in den Internet haben. Aber natürlich die. Gut, die können ja, diese deutschen Kunden können ja Datacenter benutzen. Jetzt haben die teilweise Server und sagen, ja, aber dieses Datacenter-Angebot ist ja teurer, kann zwar auch mehr, aber irgendwie komme ich noch zurecht. Mhm. Ich will nicht mehr Kohle ausgeben. Ja. Jetzt ist Atlassian ja schon fleißig dabei. Quasi, wenn man in die Vergangenheit schaut, könnte man sagen, jährlich gibt es irgendwelche Preiserhöhungen. Mhm. Das heißt, dieser Serverpreis nähert sich ja immer stärker an diesen Datacenter-Preis an. Mhm. Was ist denn jetzt aus deiner Sicht eine geeignete Taktik? Also soll ich jetzt einfach warten, bis das der gleiche Preis ist und dann auf Datacenter wechseln? Oder
Wie stellt ihr euch das vor, sozusagen als Unternehmen insgesamt? Ich verstehe, dass du gerade in der Cloud da tätig auch. Ja, genau. Generell die Angebote von Server und Datacenter sind ja nicht so unterschiedlich. Als wir Datacenter eingeführt haben, haben wir das überwiegend für die größeren Kunden gemacht, wie ich eben gesagt habe. Zum Beispiel in Bitbucket Server war Datacenter am Anfang nur über 2000 User verfügbar. Also dann mit der 2000 User-Lizenz konnte man ausruhen, Datacenter noch nicht. Und das haben wir mittlerweile runtergebracht, weil wir halt viele Kunden hatten, die dann gesagt haben, wir möchten gerne die Features, die ihr in Datacenter anbietet, auch für auch auf den niedrigeren User-Limits haben. So mit 500 oder 1000 Users. Okay, das ist ganz interessant, weil die Argumentation, die du gerade bringst, ist, aus deiner Sicht versucht ihr gar nicht, die Kunden sozusagen zu treiben, sondern ihr sagt, hey, die könnt ihr auswählen und wenn ihr dann wollt, dann kauft ihr Datacenter. Das heißt, aus deiner Sicht ist es auch vollkommen okay, wenn die Leute einfach sozusagen auf Server so lange bleiben, bis sie denken, Datacenter ist besser für mich. Ja, genau. Okay. Während ich jetzt, als ich die Frage stellte, dachte, Atlassian macht das platt mit dem Server. Die müssen alle irgendwann zu Datacenter und da musst du mal in dem Video darauf achten, dass die Leute verstehen, dass Server übermorgen gar nicht mehr ist. Aber das klingt jetzt anders. Wie lange Server noch existiert, das weiß ich jetzt nicht. Bin halt auf der Cloud-Seite, ich weiß nicht genau, was der Plan ist, in terms of, wie lange es verfügbar ist. Im Moment haben wir da keine Absichten, das einzustellen. Es gibt eigentlich jetzt auch keinen Grund für Server, außer dass es günstiger ist. Gell? Ich kann mit Datacenter mehr Sachen machen. Genau. Das Deployment ist vermutlich ein bisschen komplizierter, weil ich mich um diese Sachen mit den Nodes noch kümmern muss. Ja, das ist vielleicht noch ein Nachteil, wenn ich so ein ganz kleines Unternehmen bin. Wir kriegen auch gar nicht so viele Nachfragen. Und ich bin mehr auf der Cloud-Seite, da kriege ich das auch nicht so mit. Aber was ich heute so ein bisschen in Vorbereitung auch gelesen habe, eine große Nachfrage ist, dass man das Deployment einfacher macht für Datacenter, dass man keine zwei Nodes braucht, sondern dass man auch auf einer einzelnen Instanz das dann erstmal sozusagen. Genau, ja. Genau. Und ich glaube, darum geht es halt mehr, dass man die Funktionalität, die in der Datacenter-Version angeboten wird, auch dann für Kunden anbietet, die jetzt nicht unbedingt nur die Skalierung brauchen, sondern auch die Features bauen. Ob Server oder Datacenter, generell, wo wir uns beschäftigen mit, weil in der Server oder in der Self-Hosted, die Kunden werden halt immer größer. Halt, hast du halt eben schon gesagt, 90% der neuen Kunden fangen in der Cloud an. Und das heißt auch, dass viele von den kleineren Kunden nach Cloud migrieren. Das sehen wir halt auch häufig. Und deswegen die Anforderungen oder die Nachfragen, die wir für Features kriegen, für Server und für Datacenter, sind meistens überwiegend über Performance oder Skalierungsthemen. Und darauf fokussieren wir uns halt. Überwiegend in den Server und im Datacenter. Glaubst du, dass den Horizont hoch 20 Jahre, dann gibt es kein Datacenter mehr, dann gibt es nur noch Cloud? Ich glaube, in 20 Jahren gibt es nur noch Cloud. Google und Microsoft, die machen das ja quasi vor. Da gibt es ja gar keine selbstinstallierbaren Lösungen. Genau. Das heißt, man könnte sagen, der Standard entwickelt sich eh dahin, dass der Hersteller der Software die Infrastruktur auch mit anliefern muss. Und wenn er das nicht kann, dann ist er halt sozusagen irgendwann aus dem Geschäft raus. Genau. Und das ist ja, Salesforce ist auch ein ganz gutes Beispiel. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Kunden in Deutschland Salesforce benutzen, aber es ist auch nur Cloud. Und wenn du andere größere IT-Firmen oder anschaust, die überwiegend wird es nur noch Cloud geben. Gut, man könnte sagen, der Erfolg von Atlassian steigt auch, weil ihr eben noch diese Datacenter-Angebote macht. Ja, also es ist ja, ihr seid ja, das ist ja quasi unique. Man könnte sagen, okay, da habe ich, wenn jetzt jemand wirklich, hat mal zu Kontakt zu Apple zum Beispiel und so weiter, sagt er auf keinen Fall, das geht gar nicht, sozusagen, das ist mit unserem Geschäftsmodell nicht vereinbar, dann können die ja nur bei euch kaufen. Ja. Ne? Aber es ist natürlich das typische Innovators-Dilemma. Wenn du sagst, ja, wir haben hier eine unique Solution, alle anderen machen jetzt was anderes, aber wir sind halt speziell, weil wir das noch anbieten. Wenn du das mit der kind of Mainframe-Welt noch vergleichst, damals gab es Harddrive-Hersteller, die haben von den Kunden natürlich nur gehört im Mainframe-Bereich, wir wollen größere Festplatten und schnellere Festplatten.
Und dann hast du den PC, der kam vorbei, und die Leute, die dann die großen Mainframe-Festplatten hergestellt haben, die hatten dann so ihre Unique Value Proposition, aber die haben keine kleineren Festplatten, die dann in den PC reinkommen. Und die ganze Industrie wurde komplett disrupted. Das Video ist ja jetzt eh schon Ja, sozusagen so lang. genau. Da hätte ich eine interessante, der Michael Brooks beschäftigt sich ja total viel, auch öffentlich auf Twitter, mit alternative Energiegewinnung, alternativen Antriebsarten von Automobilen und so weiter. Ich habe mich jetzt jüngst so ein bisschen eingelesen in Wasserstofftechnologie, in die Toyota sehr stark investiert. Und dann gibt es ja sozusagen den Rest der Industrie, also allen voran Tesla, aber auch alle anderen Autohersteller, die eher batteriebetriebene Autos haben. Wasserstoffähnlicher unserem heutigen Modell, also ich tanke voll mit Wasserstoff, dauert nur 2 Minuten und Batterie dauert halt irgendwie 20 Minuten für 80% und 3 Stunden für Vollladen und so. Ist ein bisschen anders dann sozusagen die Nutzung des Autos. Und da gibt es jetzt so zwei Theorien, die konkurrieren. Da würde ich mich interessieren, wie du das siehst. So, die Batterietechnologie wird sich einfach schnell entwickeln und dann sind diese ganzen Probleme weg. Oder die Wasserstofftechnologie, in Deutschland gibt es inzwischen 50 Wasserstofftankstellen, irgendwie in 1,5 Jahren sollen es 400 sein. Sozusagen das bestehende Modell, Auto voll tanken, weiterfahren, das setzt sich irgendwie durch. Bist du da eher auf der Batterieseite oder eher auf der Wasserstoffseite oder gar nicht mit beschäftigt? Ich glaube, das ist so ein bisschen wie die so Git und Mercurial und Ja, VHS und Betamax, There ne? will only be one. Ja, da wird nur eine sein. Und ich glaube, das Momentum, das die Batterie haben und auch gerade die anderen Anwendungsgebiete mit der Batterie. Wenn man zu Hause zum Schon Beispiel, zu weit vorweg. wenn du Solar auf dem Dach hast, wie geht das dann mit dem Wasserstoff? Wird das dann auch gehen? Also ich glaube, das ist schon zu weit vorne. Jetzt die Batterietechnik macht jetzt nicht so die Supersprünge, aber ich glaube, das wird sich auch ändern über die nächsten Jahre. Und da hast du jetzt Porsche, die kommen jetzt mit einem neuen Elektrofahrzeug raus, und die ganzen großen Hersteller auch in Deutschland setzen auf Ja, ich weiß. Elektrofahrzeuge. Ja. Und da glaube ich, dass der Mazda und Toyota wird interessant, weil Mazda probiert, hat auch die Idee, dass die einfach einen Motor bauen, der weniger Sprit verbraucht, dass sie dann mit 3 Litern oder 2 Litern Ja, okay. dann Aber da fahren. sind ja Aber das schon ist. seit Jahrzehnten einige Leute dran. Ja? Also Genau, da ja. müssten die jetzt wirklich eine ganz andere, neue Idee haben. Interessant. Okay, aber das war jetzt ein bisschen off-topic. Ich diskutiere häufig mit hier Technikern bei uns. Da kann man auch. Das Schöne daran ist, dass ja keiner weiß. Ja, Ja? Also wenn genau. du heute noch über Git und Mercurial sprichst, da kannst du irgendwo nachlesen, und wer den besseren Wikipedia-Artikel gelesen hat, der weiß dann besser Bescheid, was passiert ist. Hier ist tatsächlich sozusagen noch Zukunft. Okay, eure Zukunft liegt in der Cloud. Was mache ich denn jetzt konkret als Kunde? Also wenn ich jetzt Server habe, warte ich einfach noch mal, bis der Preis höher wird, oder soll ich jetzt gleich mal in die Cloud migrieren? Also ich muss jetzt auch auf Funktionen verzichten. Zum Beispiel jetzt unsere Linspring-Kunden, die können ja nur auf Data Center oder Server. Ansonsten können die gar diese Internetlösung gar nicht nutzen. Ne? Ja, und wir wollen jetzt gar keinen zwingen, jetzt morgen in die Cloud zu wechseln. Das kommt halt darauf an, was die Anforderungen sind, die Kunden haben. Ob das jetzt datenrechtlich ist oder so Solutions wie Linchpin, die dann benötigt werden, dann kann man das halt nicht morgen machen. Was unser Ziel ist, dass wir in den nächsten 3 bis 4 Jahren, dass wir es möglich machen, für alle Kunden in die Cloud zu wechseln. Und das erfordert dann halt, dass wir mit Partnern wie euch arbeiten, um dann Linchpin dann auch in der Cloud möglich zu machen. Dass wir die GDPR ist ein großes Topic, das natürlich jetzt in der Cloud implementiert wurde, dass wir halt die Datenschutzrechte und die persönlichen Rechte dann berücksichtigen, dass wir unsere Server in Europa und in Deutschland haben, um da die Compliance Absolut beizubehalten. beeindruckend für mich übrigens, wenn du diese Datenschutzgeschichten ansprichst, wie Atlassian es geschafft hat, das zu etablieren, obwohl es so ist, dass wenn du jetzt, du installierst so eine Cloud-Instanz, hat Atlassian natürlich Zugang zu deinen Daten. Jetzt installierst du ein Plugin, hat der Hersteller Zugang zu deinen Daten. Installierst du 15 Plugins, hast du 17 Leute, die Zugang zu deinen Daten haben, mit denen du aber gar keine
DPA, also Data Processing Agreement oder Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung geschlossen hast. Mhm. Das heißt, eigentlich, rein rechtlich geht das gar nicht. Mhm. Könnte man sagen, in Deutschland darf das gar keiner nutzen. Mhm. Aber es ist so, dass, und dann die Amerikaner könnten sagen, naja, ist ja ein bisschen doof, wenn jetzt auf einmal 17 Leute Zugriff auf meine Daten haben, aber es interessiert keinen. Mhm. Das ist einfach so, dass die Leute sagen, naja, ich brauche halt eine Softwarelösung, die mir dabei hilft. Mhm. Und diese Atlassian-Lösung, die hilft mir halt dabei und dann sind die anderen Sachen sozusagen, stehen hinten an. Das vorher zu sehen, gehört vermutlich zu einem innovativen Führungsteam, zu dem du ja auch gehört hast, mit dazu. Ne? Also als Google früher YouTube gekauft hat, habe ich gedacht, ihr kauft euch einen Haufen Rechtsprobleme ein. Mhm. Viacom hatte die damals schon für $1 Milliard verklagt und Google zahlte 1,6 Milliarden. Ja. Dass sie so rechnet schon noch mal eine Milliarde drauf. Also, das sind ja nur der erste. Und YouTube ist ja heute sozusagen das neue Fernsehen. Mhm. Da muss man sagen, alles richtig gemacht. Und ich hatte einfach keine Ahnung. Ja. Und wie macht ihr das? Also wie kriegt ihr das hin? Ist ja vermutlich nicht so, dass ihr das Problem nie gesehen habt. Sondern habt gesagt, okay, es hat von der Priorität, ist das nicht wichtig genug, können wir uns jetzt noch nicht drum kümmern. Müssen wir später machen. Ja. Ja, es ist teilweise, dass man halt ein bisschen vorausschaut und teilweise ist es dann harte Arbeit, wenn man es nicht gemacht hat. Und das ist bei uns der Fall. Also über das letzte Jahr hatten wir sehr viele von unseren Engineers, die dann auch daran gearbeitet haben, dass wir die Produkte GDPR-compliant machen. Und um dir ein sehr konkretes technisches Beispiel zu nennen, für alles, was jetzt das User Interface und die Daten, die wir in APIs anbieten, das ist jetzt alles compliant. Intern, zum Beispiel in Jira, sieht man oft in dem Code noch, dass dann ein Username zum Beispiel benutzt wird oder weitergeleitet wird, um dann eine Methode anzusprechen. Und das wird jetzt auch alles noch geändert, dass man selbst im Code das nicht benutzt, weil da ist natürlich immer ein Risikofaktor, auch wenn es jetzt nicht veröffentlicht ist und man kann den auch nicht ansprechen, aber es ist trotzdem noch ein Risiko, dass sich irgendwie das dann noch raus Irgendeiner Übergabeparameter oder sowas. Und da wollen wir halt sicherstellen, dass das komplett abgesegnet ist, dass wir überall nur noch IDs benutzen. Das ist natürlich, das ist ein Fehler, den wir vor 14 oder 15 Jahren gemacht haben, dass wir da nicht direkt numerischen IDs benutzt haben, sondern die User-IDs, Ich erinnere mich an ein Jira-Issue. Ich möchte meinen Jira-Benutzer ändern können. Und aber er hatte den Benutzernamen hart kodiert. Und in Confluence haben wir das ein bisschen früher gemacht. Da haben wir die ganzen Usernamen geändert und Jira muss halt jetzt ein bisschen später den Preis dafür zahlen, die Entwicklung. Wobei ich vermute, das macht natürlich sozusagen als Betroffener jetzt bei dir einen großen Schmerz, wenn man dann sieht, wie groß so ein Koloss dann geändert werden muss. Ja. Gleichzeitig glaube ich, dass ihr euch einen Gefallen damit getan habt, sozusagen in der Priorisierung euch auf die Sachen zu konzentrieren, die für den Kunden wirklich wichtig waren. Denn die Mehreinnahmen und auch den Mehrerfolg, den ihr gemacht habt, die rechtfertigen vermutlich diese Mehrkosten, die du jetzt hast für... Ja. Denn wenn, damals hättest du quasi kein Produkt gehabt, wenn du gesagt hättest, ja nee, sorry, aber da könnte ja jemand kommen und sagen, das ist ja rechtlich zweifelhaft, was ihr macht, dann kommst du auf einmal gar nicht auf den Markt. Ja? Und kannst auch nicht lernen und kannst keine Erfolge feiern, kannst das Produkt nicht weiterentwickeln und so weiter. Sehr spannend. Okay. Natürlich ist es am Anfang immer einfacher, die Sachen zu ändern, als später, wenn das die Codebasis viel größer ist. Ja. Das ist halt immer eine Abwägung, wie viel will man optimieren am Anfang. Aber das ist immer so eine Frage. Klar, an der richtigen Stelle hätte der Programmierer einfach sagen können, ich nehme jetzt die User-ID statt den Namen. Das hätte denen gar nichts gekostet und es hätte keine Folgekosten gegeben. Aber das ist schwierig, solche Dinge passieren. Okay, nochmal zurück zu unseren Kunden. Deine Aussage ist also, wenn ich auf Server bin, kann ich grundsätzlich auch auf Server bleiben. Ich sollte mir halt Gedanken darüber machen, ob das Data Center vermutlich eine sinnvolle Alternative ist. Das freut mich, da habe ich auf jeden Fall was bei gelernt, weil ich das auf jeden Fall vom Ansatz her deutlich netter finde, als ich muss wechseln, weil übermorgen wird das Produkt eingestellt. In der Realität ist es vermutlich kein großer Unterschied, weil Atlassian will in die Cloud, will das sozusagen weitermachen. Das heißt, das andere ist ein Produkt, das so lange betrieben wird, wie das wirtschaftlich sinnvoll ist. Genau. Und da wird es vermutlich zwangsläufig dazu kommen, dass diese Server- und Datacenter-Produkte sich immer näher angleichen, sowohl preislich als auch und es dann halt irgendwann nur noch dieses Datacenter gibt. Zumindest meine Erwartung, das jetzt auch nicht zu kommentieren. Sehr gut.
Erzähl uns doch nochmal ein bisschen was über Jira Service Desk in der Cloud, was dich so bewegt, was für Kunden in Deutschland, die das gucken, jetzt sagen können, also was sollen die für Themen haben, damit du mit denen gerne sprechen wollen würdest oder dein Team? Erzähl uns mal was von deiner tatsächlichen Arbeit. Also ich bin für die Zuschauer im November letzten Jahres bin ich von Jira Software und Bitbucket zu Jira Service Desk gewechselt. Und über die letzten 10 Jahre bei Atlassian habe ich mich überwiegend mit den Entwicklungsprodukten beschäftigt. Also Jira Software, Bitbucket, Bamboo, Fisheye Crucible, halt in dem Bereich. Und für mich war das sehr interessant, in den IT-Bereich zu wechseln. So für Service Desk, um mich da ein bisschen bekannt zu machen, bin ich dann erstmal auf ein paar Konferenzen gegangen, CIO-Konferenzen in Melbourne und in den USA und habe mich einfach mal umgehört, was interessiert die Leute so. Und dann gibt es da natürlich ein paar interessante Bücher zu lesen, was so im IT-Bereich gerade diskutiert wird und was da heute ist. Und da ein Buch war sehr interessant, das heißt Seat at the Table. Und es geht halt darum, wie der CIO dann jetzt einen Sitz am Executive-Tisch kriegt. Ne? Oder ist der manchmal ja nicht da und oft wird IT halt so ein bisschen als so ein kind of Service Provider gesehen, der, okay, wir brauchen das, wann habt ihr das fertig? Und das ändert sich halt jetzt. Und das ist halt sehr interessant für mich, weil das ist halt sehr ähnlich zu wie Software Development war vor 14 Jahren oder 15 Jahren. Und eins, was ich jetzt gelernt habe, ist, dass in IT der Begriff Agile wird jetzt nicht so gern gesehen. Irgendwie, ich glaube, da gibt es halt diese so ein bisschen kind of einen Konflikt zwischen den Entwicklungsteam und den IT-Teams in manchen Organisationen. Und deswegen sagen, Agile ist jetzt nicht für uns. Aber die Prinzipien, die dahinter stehen, die kommen jetzt doch schon mehr hervor in IT. Und darüber beschäftige ich mich im Moment. Und da schauen wir halt, was können wir machen in Service Desk, weil die meisten Produkte auf dem Markt, die sind halt sehr traditionell. ITSM gibt es schon seit 20 Jahren oder 30 Jahren mittlerweile. Und die Prozesse sind halt alle sehr ähnlich. Aber selbst wenn in IT generell und in particular in großen Unternehmen hast du halt sehr viele Prozesse. Und das ist natürlich dann auch ein Problem, wenn man dann die Organisation ändern muss. Oder wenn man ob das jetzt die Strategie ist oder das Business Model oder die Technologie, umso mehr Prozesse du im Unternehmen hast, umso schwieriger ist es, das Unternehmen zu ändern, um die neue Herausforderung dann anzunehmen. Und da schauen wir halt, wie können wir das einfacher gestalten, bei dem wir ein Produkt anbieten, das einfacher zu installieren ist, das ein bisschen agiler ist und das auch ein bisschen mehr mit dem Software-Entwicklungsteam dann zu vereinbaren, weil jetzt doch jedes Unternehmen wird ja ein Software-Team, ob du jetzt eine Bank hast oder eine Insurance Company, alle stellen mittlerweile Software her. Was ich daran spannend finde, wie du sozusagen dieses Thema herleitest, ist, wenn ich jetzt dein Thema hätte beschreiben sollen, hätte ich gesagt, naja, Atlassian, die müssen jetzt schauen, die sind jetzt in diesem ITSM-Markt, das ist ein Beschwerdemanagement, könnte man sagen, auf so einer ganz BWLer-Ebene, ja. Also irgendwie will ich sozusagen Anfragen schnell und effizient bearbeiten. Und die Marktführer in dem Bereich, würde ich jetzt sagen, sind so Leute wie Zendesk oder Intercom vielleicht auch, die so eher aus so einer fast Consumer-ähnlichen Startup-Ecke kommen und da so ganz leichtgewichtige Cloud-Lösungen anbieten. Die kamen jetzt in deiner Story gar nicht vor. Ist das ein ganz anderer Markt, mit dem ihr gar nicht konkurriert? Oder? Das ist ein Markt, Service Desk wird benutzt für externen Support. Aber gerade in größeren Unternehmen sieht man es halt immer mehr häufig für internen IT-Support. Und das ist sozusagen auch das, worum du dich sozusagen gedanklich kümmerst. Ja. Also ob da Intercom und Zendesk so für Customer und so weiter, das macht es dir eigentlich ziemlich egal. Jira Service Desk soll für die internen in meiner Organisation sozusagen das coole IT-Service Desk sein. Also wenn wir über die Service Desk-Konkurrenz dann nachdenken, dann ist das mehr so ein ServiceNow und so ITSM-Tools. Ja, okay, alles klar. Wo wir dann konkurrieren. Und Service Desk. Aber der Markt für die Kommunikation mit den Kunden und so weiter ist noch viel größer, ne? Der ist viel größer, aber, oder
ich weiß nicht, ob der viel größer ist, aber der ist, er passt nicht so gut in unser Gesamtportfolio. Wir konzentrieren uns halt überwiegend, wie Teams zusammenarbeiten. Ja. Und das ist halt eine Zusammenarbeit mit dem Kunden. Ist es, ja, kann es auch ein Team sagen, wir sind ein Team mit unseren Kunden, das ist auch ein schöner Anblick oder schön darüber nachzudenken, aber es ist nicht unsere Stärke. Und auch wenn natürlich viele kleine Organisationen, wenn die Jira benutzen oder Jira Service Desk, dann kann man damit auch Kundensupport machen. Das machen wir auch selber. Wir benutzen Service Desk dafür. Aber wir bauen das jetzt nicht speziell aus, um jetzt eine White Label Solution anzubieten für Kommunikation oder für Helpdesks oder das ist ein ganz anderes Gebiet. Und wir haben uns entschieden, dass wir uns mehr auf IT und ITSM fokussieren und auf Teams intern zu einer Organisation, um die zu verbessern machen. Habe ich auch gelernt. Ja. Ja. Ich dachte immer, dass ihr das sozusagen auch oder zumindest mal so nebenbei mit dem Auge noch irgendwie mit, aber so klar habe ich es noch nicht verstanden. Das hilft mir tatsächlich. Ja. Ich hoffe, dem einen oder anderen, der es anguckt, auch. Wenn ich jetzt ein Kunde bin und will zu dir Kontakt aufnehmen, weil du so ein cooler Typ bist, weil ich das den Podcast hier gut fand, weil du Deutsch sprichst, was sind denn das für Themen, bei denen ich bei dir landen kann? Wo du sagst, ach, aktuell, wenn sich da jemand meldet, dann spreche ich auch gerne mit dem. Ja, generell halt im Moment ist das Hauptthema, mit dem ich mich beschäftige, ist ITSM und wo das hingeht. Auch die auch sehr interessant ist Enterprise Service Management und da gibt es natürlich was ich gelernt habe, da gibt es verschiedene Definitionen, auch für ITSM und ISM. Wenn wir über Enterprise Service Management nachdenken, dann ist das eine Erweiterung von dem ITSM in andere Abteilungen in einer Organisation. Mhm. Also, dass dann jetzt auch das Legal Team Services anbietet und Marketing und HR. Wie macht man das einfacher, dass die interagieren mit dem Rest der Organisation. Das passt auch gut zu Jira Services, gell? Genau, zum Beispiel. Zumindest sehe ich das bei unseren Kunden und bei uns selber auch total intensiv. Zum Beispiel, wenn du einen Vertrag hast, der abgesegnet werden muss vom Legal Team, dann kann man den über Service Desk dann zu dem Team weiterleiten. Und Buchhaltung, Office Management, da gibt es ganz viele. So. Ja, aber es ist, und wir sehen das oft in größeren Unternehmen, wo sich dann Service Desk verbreitet, weil da gibt es dann einen Champion für Jira, der das dann zu anderen Abteilungen bringt. Aber da sind noch einige Sachen, die wir vereinfachen können. Und dass wir das Produkt dann einfacher machen für gerade die weniger technischen Leute. Wir haben gerade unsere ersten zwei Vollzeitmitarbeiter in Amerika eingestellt. Und einer von den beiden war eigentlich als Support-Mitarbeiter bei einem Unternehmen eingestellt, 1500 Mitarbeiter. Und der kam dann irgendwie so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind und hatte auf einmal so ein Jira Service Desk sozusagen unter sich. Und jetzt, als wir den eingestellt haben, hat der quasi nichts anderes mehr gemacht, als Jira Service Desk zu betreuen. Und zwar für 15 unterschiedliche Teams, von denen nur, ich glaube, 5 oder so tatsächlich technische Teams waren. Ja. Die anderen waren einfach sozusagen Service-Dienstleister. Also, ja, keine Ahnung, bei uns jetzt zum Beispiel heute Morgen habe ich gesehen, unser Wasserspender, der spendet gerade keine Kohlensäure. Und dann steht da, die Ponys sind dran, also Ponyhof heißt bei uns das Office-Management. Mhm. Und dann steht da so eine Ticketnummer. Dann kann ich sozusagen nachgucken, was jetzt wohl mit dem CO2, also kann ich jetzt zum Beispiel das Ticket dann abonnieren. Und also die sind schon relativ intensiv dabei, sozusagen, ja, so einen Service anzubieten. Und auch darin zu denken, die Leute kommen quasi mit Anfragen zu uns und wir müssen dann gucken, dass wir in einer gewissen Zeit reagieren, dass wir die informieren, genau, dass wir sagen, was denn da jetzt mit den Problemen passiert, ja, und so weiter. Jira Services in der Cloud, wenn du jetzt so die Big Mac-Anwendung nehmen würdest, was ist das für ein Unternehmen? Wie groß sind die? Was machen die damit? In der Cloud, da sind ein paar größere Tech-Firmen in USA, die das benutzen und wie gesagt, die meistens startet das im IT-Bereich und dann verbreitet sich das ganz schnell in die anderen Teile des Unternehmens. Aber die, ob das jetzt HR ist oder Legal und dafür benutzen die es halt viel. Siehst du viele
Teams aus großen Unternehmen, die quasi jetzt mal mit so einer kleinen Gruppe anfangen, oder sind das viele kleine Startups, die das jetzt mal so insgesamt nutzen? Ich glaube, im Particular Service Desk, die meisten Service Desk-Kunden kommen, die haben schon Jira Ja. in der Organisation. Also das ist der Großteil. Und das ist halt auch das Zwischenspiel zwischen Jira Software und Jira Service Desk ist natürlich auch ein großer Differentiator für Service Desk selber, dass die bei Erklär einem mal ganz kurz, wenn ich jetzt einen Jira Services aufsetze, brauche ich dann schon einen Jira Cloud oder und wie verbinde ich die dann Die miteinander sind oder? automatisch verbunden. Also man Ja, kann okay. entweder ein Jira Software kaufen und dann einfach sagen, ich möchte eine Service Desk Lizenz und das wird dann, die Service Desk Funktionalität wird dann aktiviert, Ja, okay. in der Cloud einfach hinzugeschaltet. Das ist automatisch verbunden, da muss man nichts mehr selber machen, solange das auf derselben Domain läuft, ist das alles Ja, automatisch. okay, alles klar, gut. Genau. Und die Könnte auch meisten andersrum sein. Ich könnte mit Services anfangen kann und man dann auch, später in Jira. Ja. genau. Und die meisten, wir sehen das, und das ist der große Unterschied zwischen Service Desk und Jira Software. Service Desk ist seltener, dass man das dann mit einem kleinen Team startet und dann größer ausrollt. Die meisten kommen halt und sagen, hier, wir möchten ein bestimmtes Problem lösen. Ob wir das jetzt Incident Management haben oder generell Service Management für unser IT-Team, dass man dann Keyboards oder Laptops kann auch bestellt oder wie kriege ich einen Zugang zum E-Mail-System oder eine Mailing-List. Halt normalerweise setzen IT-Teams Services dafür ein. Aber die Organisation generell hat dann schon 100 Leute oder 200 Leute und das wird dann ausgerollt zu der Rest der Organisation. Was halt recht unterschiedlich ist zu wie Jira Software sich verbreitet, wo ein kleines Team das dann anfängt und das nächste dann das benutzt, das ist ein bisschen unterschiedlich da. Aber um zurückzukommen auf die Themen, die mich dann beschäftigen. Im Moment ganz stark schauen wir halt an, wie Unternehmen Incident Management, also Vorfallsmanagement machen, Change Management, die ganzen ITSM-Prozesse und wie die traditionell gehandhabt werden und was man verbessern kann, um die dynamischer zu gestalten und einfacher zu gestalten. Und wir haben da viel letztes Jahr, als wir Ops Genie gekauft haben. Da gibt es halt Vorfallsmanagement, traditionell im IT, alles ist ein Vorfall. Ob ich jetzt Kaffee über mein Keyboard geschüttet habe oder die Webseite down ist, ist alles ein Vorfall. Aber wie man die handhabt heutzutage, ist sehr unterschiedlich. Wenn jetzt die Webseite down ist und du hast dann 1 Million Leute, die dann Zugriff brauchen, dann ist das auf jeden Fall ein bisschen more urgent. Es ist halt wichtiger, dass man das mal schnell in ein paar Minuten erledigt, anstatt jetzt sagt hier, okay, komm mal in einer Stunde vorbei. Ja, Ja. und die Tools, die man dafür benutzt und die Prozesse und die Vorfälle, das ändert sich natürlich auch sehr. Und darauf spezialisieren wir uns halt so ein bisschen, wie hat sich das verändert, wo muss Zusammenarbeit stattfinden, wie kann man die Informationen kriegen, die man benötigt, um das Problem zu lösen, ob das jetzt hier, was für Änderungen wurden gemacht in den letzten paar Stunden zu den Systemen. Und wer muss alles beteiligt sein am Vorfall? Wer ist gerade on call? Wie kann man die schnell erreichen? Halt, das sind die Dinge, womit wir uns beschäftigen im Moment. Das hört sich so an, als wenn ihr überlegt, so Ops-Genie-Sachen in Jira Services zu integrieren, aber. Ja, oder die beiden sehr zu verbinden, tief. Und darum geht es halt. Und dass man dann halt auch Jira Service Desk ist halt das Tool, wo die Vorfälle dann entweder von den Mitarbeitern oder potenziell von den Kunden dann auch berichtet werden. Und dann kann man dann entscheiden, wie wichtig ist das? Was ist da passiert? Und müssen wir jetzt so ein Real-Time-Response haben? Und dafür ist dann Ops Genie perfekt. Und dann die richtigen Leute aufzuwecken, 3 Uhr morgens und dann halt eine Umgebung anzubieten, wo die dann auch zusammenarbeiten können. Ja, cool. Jens, vielen Dank für dieses ausgedehnte Gespräch. Vielen Dank auch, dass du es in Deutsch gemacht hast. Ab und zu kommen die englischen Worte durch. Insofern vermutlich wäre es für dich einfacher gewesen, es in Englisch zu machen. Aber wenn du schon in Wiesbaden bist Ja, und wir haben ganz immer viele deutsche gerne Kunden, ist das mal Deutsch üben, auch ein bisschen. Aber ja. manchmal, ja, ist es schwierig. Brechpunkt, ist das ein Brechpunkt? Ist das ein Breakpoint? Da weiß man nie ganz genau, wann die Deutschen das englische Wort benutzen. Sollbruchstelle würde man in Deutschland vermutlich Sollbruchstelle, sagen, genau. ja, aber das ist, glaube ich, sehr sympathisch. Freut mich, dass du hier bist und wünsche dir noch interessante Gespräche heute. Ja.
Und ansonsten natürlich auch einen guten Aufenthalt in Deutschland, gute Rückreise. Dankeschön. Vielen Alles Dank, klar. Martin. Danke. Tschüss.